Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal wieder deutsche Power at its best an bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit dem großen Kurfürst oder der großen Kurfürst. Ist ja weiblich, aber trotzdem klingt es einfach dämlich. So, anfangen geben wir jetzt ein bisschen Gas. Admiral Akbar hat das Ganze eingeschickt. So, jetzt wird hier der Nächste da weggeschubst. Wir sehen, noch ist es ruhig. Aber jetzt müsste gleich die erste Action losgehen, deswegen verlangsamen wir die Geschwindigkeit ein bisschen. Und ich glaube, da gibt es gleich Yamato oder Bismarck Action, kann ich mir vorstellen. Oder Luoyang. Hydroakustische Suche ist mal angeworfen. Er ist entdeckt, also langsam kann er loslegen. Und da ist eine Baltimore, aber die ist schon leider hinterhalb der Insel. Hat ihn aber gleich mal ordentlich getroffen mit 5000 Damage. Und jetzt glaube ich, wird er sich mal entscheiden, hier die Bismarck da unter Feuer zu nehmen, weil die ist zumindest schön seitlich, auch wenn sie mit 17 Kilometer nicht allzu nah ist. Und da macht er aber schon direkt 17.000 Schaden. Ja, auch ohne Zitadelle kann das Schiff Damage machen. Da wurde jetzt vorne die Prinz Eugen zerstört von der Luoyang. Also da ist schon einiges los. So, der Katapultjäger steigt auch mal hoch. Aktuell ist es da sehr ruhig, aber jetzt vielleicht nochmal die Bismarck, weil die ist da in der Rückwärtsbewegung und vor ihm da jetzt die Baltimore. Die hat er, glaube ich, noch nicht so ganz auf dem Zettel bis gerade eben gehabt, aber auch da 8300 Schaden auf die Bismarck, das war schon ganz fein und dann nochmal 10.000, also auch wieder 18.000. So, und jetzt dreht er aber rein, jetzt gibt es gleich Gas für die Baltimore. Die hat jetzt mal die Fletcher weggeballert. Aber jetzt in 5 Kilometer. So, Fletcher Vater schnurstracks geradeaus, klar. Will möglichst wenig Schaden einfangen. Aber 8.000 waren es da schon mal. Und mit der zweiten Seite werden es auch nochmal 7.500. Also auch da einiges austeilen können. So, und jetzt die nächste Salve. Oh, da mit einer Zitadelle und da jetzt mal richtig die Baltimore rausgewuppt. Also das lief ja schon wirklich fantastisch. So, und hier jetzt mal schauen, was er mit der Salve dann anstellen kann. Wir achten oben ein bisschen auf den Damage, aber das war jetzt nicht so viel. Also das war überschaubar. Ich glaube auch, dass da vorne rechts mit der Des Moines, der Iowa und der Bismarck die deutlich interessanteren Ziele jetzt noch dazu kommen sind. Zu erwarten sind, auf ihn zukommen, für ihn sind. Wäre alles besser gewesen als das in den Satz, den ich gerade zu Ende gebracht hatte, aber egal. Jetzt wisst ihr ja, was ich meinte. So, und jetzt die Des Moines. Schüsse sind draußen, muss er aufpassen, dass er da nicht auf die Insel auffährt. Wir drehen mal rum. Schauen wir mal, was mit der Des Moines da passiert. 14.300 auch hier schön ins Ziel gebracht.
gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. So, derzeit muss er jetzt erstmal wieder so ein bisschen orientieren, auf wen er jetzt gehen will. Nach wie vor da hinten die Ziele sehr interessant, aber auch alle nicht wirklich schön zum Treffen. Auch sowas wie die Gearing und so auf 13 Kilometer macht keinen Spaß zu beschießen. Ne, und... Naja, doch... Da wäre wenigstens noch mit 4000 Schaden belohnt. So, vielleicht probiert das jetzt mal mit der Gearing, aber wie gesagt, ja, jetzt ist sie sogar zu. Man ist halt mit diesem Schiff eigentlich fast immer offen. Also da mal nicht gesehen zu werden, ist schon eine Seltenheit. Deswegen bringt es auch nichts großartig zu warten, bis man schießt. Jetzt die Atago, das Ziel kann immer... Yo! Vernichtender Schlag! 39.000, zwei Zitadellen. Ich wollte schon sagen, dass das Schiff teilweise gern dazu neigt, wenn die Schüsse gut kommen, dass das dann in die Luft geht. Aber das natürlich so gut gleich funktioniert... Das hatte ich jetzt nicht erwartet. So, und jetzt probier das da mal mit der Gearing. Da trifft sogar ein bisschen was. Aber, naja, wie gesagt, der Schaden mit 2700 ist halt einfach natürlich mit dem Kaliber. Da reißt dann höchstens dicke Löcher rein. Aber die fallen halt genauso so durch, wie die Granate reinkommt. Die Moin. So, die dreht jetzt ein bisschen rein. Na, in dem Fall, die kommen nicht so, wie er es gewollt hatte. Dementsprechend auch nur 4.500 Damage. Jetzt ein bisschen hinter die Insel da kommen, weil die Demoin sich nicht mehr arg bewegt, also vielleicht schafft das da schön reinzuschlagen und genau sowas braucht er mit 32.400 Damage. Holy moly, genau den wollte er haben und den hat er auch bekommen. Sehr schön, hat sich die Demoin nicht verstecken können. So, und jetzt will er sie mit den letzten paar Granaten da wirklich versenken. Aber da ist es schon durch, denn die Iowa war da ein wenig schneller. Und langsam ist es aber dann doch sehr eindeutig. Der Gegner hat nur 4 Schiffe, sein Team noch 6. Aber dafür hat der Gegner noch deutlich mehr Tickets. Das ist ein Fakt, der nicht wirklich abzusprechen ist. Die Bismarck oder die Iowa da vorne noch. Ne, er geht erstmal auf die Bismarck, bevor die Iowa da überhaupt rumkommt. Und auch hier schöner 13.000er Treffer. Also da macht wirklich Spaß. Und jetzt will er, muss und will er wahrscheinlich die Yamato da unterstützen. Er reduziert auch schon die Geschwindigkeit. Yamato funkt auch um Hilfe. Und hier hält er mit 13.000 der Yamato die Stange. So, und jetzt fangen auch die sekundären Schießen an. Aber da ist, was da halt ist, Yamato, Bismarck und Iowa. Also wirklich nur so richtig dicke Pötte. So, und er konzentriert sich jetzt noch einmal auf die Bismarck. Jetzt kommt auch er hier gerade ins Zielfadenkreuz der sämtlicher Gegner.
Ja, das war leider nur um die 7000 Schaden. Aber die Iowa, die sollte zumindest gleich Geschichte sein. So, und jetzt mal schauen, was mit der Salbe passiert. Ah, die waren leider nicht so geschossen, beziehungsweise sind nicht so angekommen, wie er sich's gewünscht hatte. Dementsprechend hier leider kein Schaden. Aber wir sehen die Tickets, da holt sein Team immer mehr auf. Und jetzt irgendwann war es dann doch mal so weit, dass die Yamato von ihm da zerstört werden musste. Die war einfach so lange da im Fokus. Und er will jetzt die Bismarck raushaben, aber die Bismarck ist da ein harter Brocken, der sich jetzt auch nicht einfach so wie Fallobst abfrühstücken lässt. Und mittlerweile, ihr seht's, 4 zu 3. Gegner hat nach wie vor einen Ticketvorteil. Also das ist definitiv noch absolut knapp, das Gefecht hier. So, und jetzt ist die Yamato sehr schön seitlich. Und da macht er die Zitadellen und den vernichtenden Schlag auch schon fast. Auch wenn er nicht wirklich rangerechnet wird. Aber der war schon wirklich gut. Also ein paar Hitpoints mehr und das hätte absolut gerumst. Und jetzt sehen wir, jetzt ist nur noch ein Schiff am Start. Und das ist die Gearing. Also hier sieht es aktuell wirklich sehr gut aus. Jetzt brauchen sie nur noch den A-Punkt. Da fahrt er auch gerade hin. Verstanden. Kommen Ihnen zur Hilfe. Und er ist hier offen. Und da ist er auch schon. Schüsse sind raus, aber die gingen alle direkt in die Insel. An seiner Stelle würde ich jetzt rechts rüberziehen. Aber er bleibt da. Will sich jetzt wohl noch die Gearing holen. Torpedos direkt voraus. Und die ist da auch noch an der Insel. Also die kann jetzt auch da nicht wirklich weg. Damit sag ich schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Weil die Runde ist de facto gleich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst einen Daumen da. Ansonsten auch euch gute Runden. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Zerstörer versenkt.